Der Extremsportler Jonas Deichmann ist seit 9. Mai auf Weltrekordversuch. Seine Mission? 120 Triathlon-Langdistanzen in Folge. Bedeutet 120 mal 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann obendrauf noch einen Marathon. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Sportspezial. Wie ein menschlicher Körper das aushalten kann, das möchte ich heute mit dem betreuenden Arzt Dr. Langenstein besprechen. Hallo, freut mich. Wie kam denn der Kontakt zum Jonas zustande und was haben Sie sich gedacht, als er es Ihnen von seinem Vorhaben erzählt hat? Also er hat mir primär gar nicht von dem Vorhaben erzählt. Der Kontakt ist über die Challenge zustande gekommen. Ich habe zu den Challenge-Veranstaltern guten Draht und die haben mich lange bevor das Projekt überhaupt publik wurde, kontaktiert und haben von dem Projekt erzählt und gefragt, kannst du dir vorstellen, den Jonas medizinisch zu betreuen? Ja, haben Sie sowas Vergleichbares schon mal betreut? Nein, natürlich nicht, weil sowas Vergleichbares gibt es ja noch nicht. Und ja, was habe ich mir gedacht? Ich habe definitiv schon geschluckt beim ersten Gedanken. Und ich habe Jonas schon vorher verfolgt als Athleten und habe mir gedacht, wenn einer das schaffen kann, dann vermutlich er. Und das war auch so ein Grund zu sagen, ich mache das mit. Sie betreuen den Jonas jetzt über die ganze Zeit. Jetzt ist es natürlich so, wenn er quasi abends nach dem Marathon ankommt, geht es direkt für ihn zur Regeneration. Wie läuft das Ganze denn ab? Wie kontrollieren Sie ihn? Wie überwachen Sie ihn? Also wir haben Grundstruktur eine Ausgangsuntersuchung. Einen Teil wurde extern gemacht. Das war logistisch nicht anders möglich. Dann haben wir einen Teil intern hier gemacht, wirklich in diesen Räumlichkeiten hier. Und ab da dokumentiert Jonas in einem, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Fragebogen täglich Daten, die wir natürlich auswerten werden. Und ansonsten bin ich im Schnitt so in Klammern ein bis zweimal die Woche vor Ort und untersuche ihn. Oder wir sind auch täglich im Austausch, mehrfach, wenn es ihm nicht so gut geht, bis zu 3-4 Mal am Tag. Und wir haben ja einen sehr guten Physiotherapeuten, den André. Mit dem tausche ich mich natürlich auch aus. Wir gehen in der Regel gekreuzt zum Jonas, sodass er ja über die Woche gesehen kaum einen Tag hat, wo keiner von uns vorhanden ist oder vielleicht 2 Tage. Was kontrollieren Sie da jetzt genau? Also wenn wir jetzt die Daten des Fragebogens aufzählen wollten, dann würden wir noch länger hier sitzen. Da geht es um schlichtweg Leistungsparameter, Körperempfinden, seine Regenerationsmethoden, wobei die relativ uniform ablaufen, auch seine Ernährung, Flüssigkeitsaufnahme, Gewicht, ganz banale Dinge, Sauerstoffsättigung, Ruhepuls. Also das wird täglich dokumentiert. Und dann haben wir natürlich Zwischenuntersuchungen mit Blutabnahmen. Wir haben regelmäßig EKGs vor Ort gemacht, Herz-Ultraschall-Untersuchungen. Ja, speziell in den Phasen, er hatte ja 2 Infektphasen, nach denen, aber auch unabhängig davon. Jetzt spielt ja auch der mentale Aspekt eine große Rolle, weil Jonas ist ja quasi, wenn er nicht gerade schläft, eigentlich immer von Menschen umgeben. Welche Rolle spielt das? Mit Sicherheit eine nicht unbeträchtliche, aber also was Jonas definitiv von allen Athleten unterscheidet, die ich bisher gesehen habe, also in der Ausprägung, ist das Mentale. Also wie habe ich es vor kurzem in einem anderen Beitrag gesehen, das was zwischen den Ohren ist, da ist er wirklich extrem fokussiert, extrem diszipliniert und ich denke, das ist auch ein Punkt, warum er das so durchziehen kann. Jetzt wollen natürlich alle wissen, wie ist denn aktuell sein Zustand, wie geht's ihm? Also letzter Stand, wobei ich heute Mittag nochmal nachgefragt habe, er ist wohl ein bisschen verschnupft, aber Ausdruck bisschen. Also ich hoffe nicht, dass das jetzt der dritte relevante Infekt wird. Da wollen wir mal alle die Daumen halten. Ansonsten hatte er bis jetzt zu der Phase, wo es mal wieder ein bisschen geregnet hat, wirklich eine Reihe sehr, sehr guter und problemloser Tage. Er liebt ja das warme Wetter. Für mich ist es das Anti-Wetter. Ich habe ihn mal an einem dieser Anti-Tage auf dem Marathon begleitet und habe schwer gelitten. Für ihn ist das ganz angenehm. Also das kommt ihm zugute, wenn es jetzt auch wieder besser wird vom Wetter. Sie haben schon angesprochen, er hatte 2 Infekte schon und Kniebeschwerden und mal einen steifen Nacken. Das sind jetzt, sagt man mal, kleine Wehwehchen. Wann gibt es denn, wenn Sie sagen, jetzt ist Schluss, jetzt ist die Grenze erreicht? Also die Infekte sind natürlich immer eine Bedrohung, die sind Gott sei Dank relativ ja, harmlos, will ich jetzt nicht sagen, aber gut verlaufen. Das mit dem blockierten Rücken war definitiv ein kritischer Moment, weil da muss man auch sagen, die Physiotherapie vor Ort und dann auch der André, der extra hingefahren ist, hat da Wunder bewirkt, weil das kann einem natürlich so ein Projekt komplett verhageln. Und ansonsten Stürze, das wäre maximal ein Problem oder halt ein schwerer Infekt.
die Überlastungsprobleme, die er am Anfang hatte, hat er sich unter Therapie natürlich gut eingegruft, würde ich mal sagen. Die machen mittlerweile kaum noch Probleme, also Knie, Achillessehne, natürlich Blasen an den Füßen und. Aber das läuft. Das, was der Jonas jetzt macht, könnte das jeder Mensch schaffen oder ist das wirklich speziell nur der Jonas? Oder was macht ihn da auch besonders vielleicht? Also es könnte mit Sicherheit nicht jeder schaffen, also garantiert nicht. Es kann ja auch nicht jeder Mensch simpel mal eine Langdistanz machen, geschweige denn mehrere am Stück, geschweige denn ja, mittlerweile über 100. Es gibt weltweit mit Sicherheit nur ganz, ganz wenige. Es gibt ja zwei Vorgänger, die über 100, den einen hat er jetzt schon überholt, den anderen stellt er morgen ein und überholt ihn übermorgen. Aber das sind absolute Einzelmenschen und Einzelkönner. Ja, auf was achten Sie jetzt auch? Weil die Ernährung spielt ja auch eine große Rolle. Was ist denn da wichtig? Weil man weiß ja selbst, wenn man Sport macht, hat man meistens mehr Hunger. Also er hat da einen extrem ausgefeilten Ernährungsplan, den er auch doppelt extrem diszipliniert durchhält. Ich habe mich ja vor Ort auch mit vielen Begleitern von ihm, jetzt auch sportlichen Begleitern, unterhalten. Und auch für mich ist das ein Ernährungsregime völlig undenkbar über mehrere Tage. Also was er mit einer Konsequenz an Sporternährung, mit Gels etc. konsumiert, ist extrem. Er hat einen sehr stabilen Magen. Er braucht seine 10.000 Kilokalorien am Tag. Er trinkt je nach Temperatur 10 bis 12 Liter am Tag. Also das muss man erstmal schaffen, aber das macht er mit einer eisernen Konsequenz. Jetzt ist das Projekt ja auch für die Medizin sehr spannend. Sie analysieren ja auch die Leistungswerte. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich davon? Ja, da bin ich selber gespannt. Noch ist es ja nicht abgeschlossen und ich denke, wir werden, natürlich kennen wir die Werte jetzt unterdessen schon auch, aber wir werden erst so einen richtigen Überblick gewinnen, wenn wir fertig sind. Wenn Jonas fertig ist und wir anfangen, das Ganze auszuwerten. Jetzt behaupten ja auch immer einige Leute, ja klar, das macht er, weil er eben dopt. Was entgegnen Sie da? Wie wird das kontrolliert? Also schlichtweg kontrolliert in dem Sinne müsste es ja von der Anti-Doping-Agentur werden. Das hätte ihn jetzt treffen können bei der Challenge am Tag 60. Da ist er meines Wissens nicht kontrolliert worden, aber ich kann es mir absolut überhaupt nicht vorstellen, weil er weiß mit Sicherheit, wie viele andere Sportler, die es natürlich auch nicht machen, dass Doping in der Regel eher schadet als nutzt. Und er bewegt sich ja in einem völlig letztendlich konstanten Tempo, natürlich mit Schwankungen wetterbedingt oder wenn er mal ein Problem hat. Das ginge auch mit Doping-Unterstützung, glaube ich, nicht. Am 5. September hat er es dann hoffentlich geschafft. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass es klappt? Naja, dass er es bisher geschafft hat. Also wenn jetzt nichts mehr der Dinge passiert, die ich vorhin aufgezählt habe, Sturz, schwerer Infekt oder irgendwie eine Überlastung, die jetzt am Ende kommt, was ich als unwahrscheinlich erachte, dann schafft er es mental, zieht er das durch. Der Jonas hat dann täglich fast 4 Monate Sport gemacht. Kann er jetzt einfach so aufhören? Nein, definitiv nicht. Das haben wir auch schon mehrfach besprochen. Also er muss im weitesten Sinne abtrainieren, in Anführungszeichen. Wie der Umfang oder die Menge an Sport sein wird, das haben wir noch nicht genau definiert. Er macht ja jetzt jeden Tag, gut netto wahrscheinlich so 12, 13 Stunden Sport. Und das wird er nicht mehr machen können, weil er immens Termine schon nachher hat. Das weiß am besten er und sein Vater, ich aber ansatzweise auch. Aber er muss was tun, wird es auch tun, wird sicher das ganz entspannt machen. Jetzt vielleicht auch mal wieder was anderes, statt Rennradfahren Gravelbiken und statt Marathonlaufen vielleicht Traillaufen oder was auch immer. Aber er muss was tun, das weiß er auch ganz klar. Wie lange dauert das dann, bis das dann wirklich, dass man sagt, okay, jetzt passt's? Naja, ich denke nicht, dass er komplett runtertrainieren muss oder wird oder will, weil er, ich weiß aber nicht, schon wieder ein anderes Projekt im Hinterkopf hat und ich weiß auch nicht, wann es startet. Und ich könnte mir vorstellen, dass er seine super Fitness so ein bisschen runterfährt und dann gleich wieder mitnimmt oder aufbaut fürs nächste Projekt. Jetzt haben Sie ihn die ganzen Monate begleitet. Was nehmen Sie denn persönlich auch mit von dem Projekt? Also ich bin
ich war, bin und bin es immer mehr fasziniert von seiner Leistung, vor allen Dingen auch von der mentalen Leistung, auch wie er im Umgang mit seinem Umfeld ist, wie er Leute motivieren kann. Jetzt sind wir noch nicht am Ende, aber ich sage, das war bisher eine Riesenfreude und es war mega spannend und hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Dr. Langenstein, für das Gespräch. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war Sportspezial für diese Woche. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.